Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Ihre immer gleiche ritualisierte sogenannte Vergangenheitsbewältigung zerschellt im Volke und insbesondere bei der Jugend an einer Mauer aus Gleichgültigkeit, zu Recht. Das könnten Sie ändern, wenn Sie die ausgetretenen Pfade einmal verlassen würden. Eine einzige kleine Korrektur in dem vorliegenden Antrag würde dazu reichen. Nur ein Wort im dritten Abschnitt müsste man austauschen. Der würde dann lauten: Die Gräueltaten des stalinistischen Regimes im sowjetisch beherrschten Teil Deutschlands dürfen in ihrer Brutalität und in ihrem Ausmaß nicht vergessen oder verharmlost werden. Sie müssen im täglichen Denken und Handeln verankert bleiben, um zu verhindern, dass sich solche Verbrechen jemals wiederholen. Das wäre mal was ganz Neues. 2 Millionen von der stalinistischen Roten Armee ermordete deutsche Vertriebene, Hunderttausende von stalinistischen Verbrechern vergewaltigte Frauen, auch in Polen und Jugoslawien, nicht nur in Deutschland. Dazu die Opfer in den fröhlich von den Stalinisten weitergenutzten Konzentrationslagern Buchenwald und Sachsenhausen und sogar Auschwitz, wo das NKWD, Stalins Geheimdienst, sofort nach dem 27. Januar 1945 Regimegegner internierte, Deutsche und Polen. Wie viele Opfer es unter sowjetischer Herrschaft im Konzentrationslager Auschwitz gab, wissen wir nicht. Das wird vielleicht die polnische Geschichtsschreibung rauskriegen, die deutsche garantiert nicht. Wer eine Wiederholung solcher Gräueltaten verhindern wollte, müsste die Erinnerung daran am Leben halten, aber dazu hat das herrschende Parteiensystem wenig Lust. Man begnügt sich mit einem Minimalgedenken, gar nicht zu vergleichen mit dem Aufwand, den man mit dem Nationalsozialismus treibt. Weil man Rücksicht nimmt auf die geistigen Nachfahren der stalinistischen Massenmörder, die hier im Landtag sitzen und sich die Linke nennen. Die dürfen sich hier hinter Hitler verstecken, damit sich bloß keiner ihre kriminelle SED- und KPD-Vergangenheit genauer ansieht. Aus dieser Vergangenheit als Träger der kommunistischen Diktatur in der DDR müsste die Linke ja wenigstens eines gelernt haben, wie man eine Gedenkkultur nicht gestalten sollte, wenn man nicht will, dass sich die Leute angeödet abwenden. 40 Jahre lang wurden die Schüler mit antifaschistischen Lehrinhalten geradezu bombardiert. Niemand entkam dem Erziehungssystem, ohne permanent von einer Gedenkstätte zur anderen geschleift zu werden. Maßlosigkeit und Dauerbearbeitung erzeugen aber nur eines, Überdruss. Es geht bei den Schülern zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus, ohne dass die Lehrer das unbedingt merken würden. Ich kenne das selber noch aus dem Vorläufer des heutigen NS-Gedenkkults, dem klassischen Religionsunterricht. Man sitzt da gezwungenermaßen, zusätzlich auch noch im Konfirmandenunterricht und der Christenlehre und wird pausenlos mit dem Herrn Jesus vollgequatscht, bis man es nicht mehr hören kann. So erzeugt man Atheisten. Sehe ich Sie regelmäßig in der Kirche, hat der Pfarrer gefragt. Natürlich nicht. Sobald die Konfirmation vorbei war, ist man da nie wieder reingegangen. Und welche der Jugendlichen, die Sie in der Schule mit der Dauerbewältigung des Dritten Reiches traktieren, sehen Sie denn wieder anlässlich der offiziellen Gedenkfeier, etwa am 27. Januar? Es müsste Ihnen doch langsam aufgefallen sein, dass Sie da unter sich sind, immer dieselben, wie eine Sekte, trotz des ganzen Propagandagetöses, das Sie veranstalten. Vielleicht sind Sie ja auch nicht die Richtigen, um die Sache der NS-Verfolgten zu vertreten. Deren Gedenken hat es überhaupt nicht gut getan, dass sich so verlogene Figuren wie Ulbricht oder Honecke auf Sie berufen haben. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen. In Sachsenhausen und Buchenwald gab es nie Gefangene des Stalinismus. Und in den Minen ist 1945 nichts Schlimmes passiert. Wer, wie die Linke in ihrer Zeit als SED, solche Märchen erzählt, dem glaubt man gar nichts mehr. Und wenn die NS-Verbrechen und wenn derjenige, der solche Märchen erzählt, NS-Verbrechen thematisiert, erzeugt er mehr Zweifel und Unglauben als die wildesten Auschwitz-Leugner, die von der Justiz verfolgt werden. Wenn Karl Eduard von Schnitzler auf dem Schwarzen Kanal etwas erzählt hat, glaubten die meisten DDR-Bürger instinktiv das Gegenteil. Soweit ist es mittlerweile auch mit der politischen Klasse der BRD gekommen. Bei dem Herrn, der augenblicklich versucht, einen Bundespräsidenten darzustellen, er heißt, glaube ich, Wulff, ist doch mit Händen zu greifen, dass seine Aufrufe gegen rechts und zu mehr Aufklärung über NS-Untaten reine Taktik sind. Er kalkuliert ganz richtig, dass man sich jeder Kritik entzieht, wenn man den großen antifaschistischen Mahner und Warner gibt, also mahnt und warnt er permanent vor Rassismus und Narzissmus und hofft dabei, dass keiner auf seine kleinkarierten Skandale schaut. Pure Berechnung ist das, weiter nix, und zwar schlechte Berechnung, denn Wulff müsste ja wissen, dass das nicht einmal bei Michel Friedmann alias Paolo Koksnase Pinkel geklappt hat. Wieso sollte es also bei ihm funktionieren? Er ist ein unglaubwürdiger Sachwalter der NS-Verfolgten.
Jedes Mal, wenn er zu diesem Thema den Mund aufmacht, sagen mehr Leute, davon wollen wir nichts mehr hören und wir glauben das auch gar nicht mehr. Wenn man kein glaubwürdiges Personal hat, nützt es einem gar nichts, mit staatlicher Macht Gedenktage durchzusetzen. Das hat Gaddafi auch versucht, was hat es ihm genützt? Man bewirkt dadurch nur, dass Tausende von Flaggen auf Halbmast gesetzt werden, aber man erreicht die Menschen nicht. Das gilt ganz besonders heute für die vielen Wendehälse aus DDR-Zeiten, die ihren Karrieren ebenso naht wie skrupellos in der BRD fortgesetzt haben und sich nun als hohe Priester Sophie Scholz aufspielen, mit der sie rein gar nichts gemein haben. Sie sind das genaue Gegenteil, insbesondere diejenigen DDR-Lehrer, die 1990 in atemberaubender Geschwindigkeit von Rotlichtbestrahlung auf Grundgesetzjubel umschalteten. Das hat die Glaubwürdigkeit des pädagogischen Sektors auf dem Gebiet der ehemaligen DDR tiefgreifend und nachhaltig beschädigt, nicht nur bei der damaligen Schülergeneration, die Zeuge dieses atemberaubenden Manövers wurde, ohne Netz und doppelten Boden und ohne Karrierelücke zwischen den Systemen. Es entgeht den Menschen auch nicht, was beim NS-Gedenken an Posten und Geldern abzustauben ist. Gerade eben, Herr Holter hat es erwähnt, fanden Antisemitismusforscher heraus, dass der latente Antisemitismus in Deutschland immer noch in alarmierendem Ausmaß vorhanden sei. Das war keine Überraschung. Wer auf einem weichen Bürostuhl in einem Institut zur Erforschung des Antisemitismus sitzt, in einem schicken Büro mit einem schönen Gehalt und einem Dienstwagen und einer Sekretärin und einem großzügig bemessenen Spesenkonto, der wird wohl kaum herausfinden, dass der Antisemitismus zurückgegangen sei oder gar verschwunden wäre. Der geht nie zurück, denn dann würde ja das Budget gekürzt. Selbstverständlich wird es immer schlimmer mit dem Antisemitismus. Noch mehr politische Bildung ist nötig und noch mehr Mittel und noch mehr Posten und Planstellen und Tagungen und Dienstreisen. Eine ganze Branche lebt mittlerweile vom Kampf gegen Rechts auf dem moralischen Niveau der alten katholischen Kirche, über deren Priester man damals gesagt hat, sie tragen ihr Kreuz, indem sie Wildbrett und Wurst kreuzweise aufs dick beschmierte Butterbrot legen. Die Quittung war die Reformation. Machen Sie ruhig so weiter wie jetzt, machen Sie so weiter, wie Herr Dr. Nisiri es dargestellt hat, dann werden Sie auch das letzte Fünkchen Interesse an diesem Gedenkkult noch gekillt haben. Wir brauchen nur zuzusehen und mehr Mühe ist die ganze Sache auch nicht wert.